Wir haben jetzt noch einen Redebeitrag nochmal von den Refugees, Schulstreikbündnis. Dieses Bündnis hat verschiedene Aktionen Solidarität mit den Flüchtlingen in Berlin organisiert, bis hin zu einem Schulstreiktag. Auch heute seid ihr mit einem großen Block bei dieser Demonstration dabei. Schön, dass du bei uns auf dem Lauti bist. Ja, hallo, ich bin Robert vom Bündnis Refugee Schul- und Unistreik. Und wie gesagt, wir haben uns Anfang dieses Jahres gegründet, um den Streik der Refugees am Oranienplatz, in der Schule, in der Olauer Straße und überall, auch gerade jetzt, vor der Gedächtniskirche zu unterstützen und die Forderung in die Schulen und Universitäten zu tragen und dort ein ganz klares Zeichen der Solidarität zu senden. Und deswegen haben wir uns Anfang des Jahres mobilisiert, um gegen das Arbeitsverbot, gegen das Lagersystem, gegen die Residenzpflicht zu streiken und haben auch jetzt den March for Freedom unterstützt und werden weiterhin den Kampf der Geflüchteten unterstützen und auch am 1. Juli einen großen bundesweiten Schul- und Unistreik organisieren. Und wir haben viel Unterstützung aus den Schulen, aus den Universitäten bekommen, die eben diese Forderung unterstützen, dass ihre Mitschülerinnen nicht mehr abgeschoben werden, genauso wie alle anderen nicht mehr abgeschoben werden sollen. Und wir wollen aber noch viel mehr Unterstützung bekommen. Wir brauchen die Unterstützung noch intensiver von der Linkspartei, von den Gewerkschaften, dass sie auf die Straße gehen, für die Forderung mobilisieren, gegen das Arbeitsverbot, gegen die Illegalisierung von Arbeiterinnen. Denn genau mit dieser Spaltung hat konnte der Senat auch den Oranienplatz spalten. Und genau das ist es, was die Kapitalistinnen täglich machen, indem sie die Arbeiterinnen nach Nationen und Ländergrenzen spalten, um dadurch die Löhne drücken zu können. Und wir müssen gemeinsam, alle müssen gemeinsam, die Refugees, die Arbeiterinnen, die Studierenden und Schülerinnen, müssen gemeinsam gegen die Politik des deutschen Imperialismus auf die Straße gehen, der jetzt versucht, mit mehr Waffenexporten, mit mehr Interventionen im Mittelmeer, in Afrika und auch in Süd- und Osteuropa die Lebensbedingungen der Massen zu verschlechtern. Und da müssen wir ganz klar sagen, es reicht. Wie lange müssen wir es noch dulden, dass der deutsche Imperialismus auf der ganzen Welt Leid, Krieg und Elend verursacht? Wie lange müssen wir es noch dulden, dass der deutsche Imperialismus hier die unsere Mitschülerin und viele tausende Geflüchtete in den Lagern zu einer unlebenswerten, unmenschlichen Situation verdammt? Und deswegen müssen wir immer wieder auf die Straße gehen, mit den Arbeiterinnen, mit den Studierenden, mit den Schülerinnen gemeinsam, gegen die Residenzpflicht, gegen das Lagersystem und gegen das Arbeitsverbot und für ein sozialistisches Europa ohne Grenzen.